Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 23 Hockey Ultimate Team. Ja, ich glaube, die Woche können wir abhaken. Drei Niederlagen haben wir schon, drei Tage haben wir noch. Wir stellen jetzt um. Wir stellen jetzt Gretzky als Center auf, stellen Tavares in diese zweite Reihe. Pettersen und Kucherov. Lassen wir mal so. Poulin lassen wir da hinten auch mal. Die zwei ändern wir jetzt mal. Mal gucken, wie das funktioniert. Mit Tavares in Reihe 2 bin ich sehr gespannt. Verteidigung stand eigentlich ganz okay. Ist unser anderes Problem im Moment, aber darüber reden wir ein anderes Mal. Okay, probieren wir mal nur Tavares und Gretzky zu wechseln. Gretzky vom Flügel mal wegzuholen, den als Center aufzustellen. In Reihe 1, vielleicht funktioniert das besser. Ansonsten hätte ich noch eine Idee. Gegnersuche wird zunehmend zum Problem. Bei plus minus 100 finden wir nichts, das kann ja gar nicht sein. Minus 100, das ist immer in Liga 4 und da findet man nichts, oder was? Jetzt haben wir jemanden. Dass ich gegen die neue Aufstellung probieren will. Libertas, ein Tscheche, Pasternak mit David 98. Boah, fuck, Alter. Das ist eine andere Kategorie. Mal schauen, wie es heute läuft. Wir spielen auswärts wieder. Bisherige Woche. Ziemlicher Reinfall. Drei Spiele, drei Niederlagen. Gestern auch in der Doppelfolge. Haben wir es nicht geschafft, einen Sieg einfahren zu können. Ja, das war Campbell, der war ein bisschen absolut hilflos. Und der war so nicht geplant von Dobson. Auf geht's. Gretzky. Nylander. Wie gesagt, Nylander ist
Gretzky ist der Neue in der Reihe. Danach Reihe 2 ist dann Tavares zusammen mit Giroud und Heisi. Das sind die, die wir schon kennen, die Spieler. Nylander hilft hinten aus, macht er super. Nimmt Hughes mit. Und der kriegt einen ordentlichen ab hier. Hughes blockt. Und es gehen zwei hinterher und das ist einer zu viel. Das ist das, was ich eigentlich gerne verhindern würde. Dass dann da zu viele Spieler hinten fehlen. Campbell. Dobson, gut geschossen. Schuss aber leider verdeckt gewesen. Dobson geht nicht wechseln. Super. Giroud. Jetzt haben wir mal eine Chance. Giroud. Oh, Nylander. Ja, Tavares. Es ist wieder genau das, was mir nicht gefällt. Läuft hinten mit und auf einmal zieht er weg. Ohne Grund. Tavares, nein! Das Tor ist leer, Junge! Das kann doch gar nicht wahr sein. Dobson. Tavares. Heisi. Oh, Tavares. Das kann nicht wahr sein. Wir kriegen die Scheibe nicht ins Tor. Stark gespielt. Icing jetzt. Oh. Nur mit dem Schuss. 1,4 Sekunden. Ja, scheiß Winkel. Null, null. Ich glaub, statistikmäßig brauchen wir nicht viel sagen. Aber wir haben immer noch kein Tor erzielt. Wir haben immer noch kein Tor erzielt. Und das ist nicht gut. Das war auch nicht gut. Dobson. Campbell. Hughes. Oh, Hughes macht es gut. Setzt sich wieder nicht durch. Setzt sich wieder nicht durch und wir kriegen die Scheibe wieder nicht. Ich glaube, wir müssen dann noch mehr umstellen. Ich glaube, wir müssen wirklich mal einen kompletten Sweep machen. Und komplett Leute neu zusammenwürfeln. Park. Ja. Campbell. Campbell. Der ist nicht so leicht von der Scheibe zu trennen, wie man meinen würde. Schuss kommt. Ah, da stehen zwei und keiner kommt hin. Ah, Pasternak. Hughes fängt ab. Queenie macht's. Giroud, außenrum vorbei. Good News. Schuss kommt, ist geblockt. Tavares. Tavares, Schuss ist nochmal geblockt. Nylander. Tavares, so ordentlich jetzt in die Mangel genommen worden da hinten. Hughes, Petrie. Und Burke hält fest. Hughes, was war das denn? Sollte die Scheibe einfach nur an der Bande rausspielen. Um Himmels Willen, das ist ja fast richtig schief gegangen.
Bei Wörter Fakers funktioniert. Zehn Sekunden noch. Kucherov. Oh, Kucherov, das war ein schöner Turning Point. Kucherov, eine Lücke ist da. Oh, kein Tor. 0-0. Guts hält seinen Kasten sauber. 6-4 Schüsse. Ja, jetzt ist er ein bisschen mehr aufgetaut. Darf ich noch mal kurz anschauen, was da jetzt mit Hughes genau los war, bitte? Weil die Szene, die hat so unsauber ausgeschaut. Und die hätte so brandgefährlich, unnötig brandgefährlich werden können. Kriegt die Scheibe, soll sie rausspielen? Ah, kam dann mit dem Schläger hin? Da liegt die Scheibe schon, bevor der Schläger da ist. Das finde ich uncool. Da bin ich kein Fan von sowas. Götki. Block steht gut vorne. Ja, jetzt haben wir keinen Block mehr. Hughes. Nylander. So viele Leute. Campbell. Dobson passt da nach dem Abseits. Drei Leute teilen sich in den Raum, wo eigentlich gerade mal Platz ist, vielleicht für einen. Jones, Scheibe geht rüber. Gut, Tavares nochmal. Schuss kommt abgefälscht und es ist Taylor Heisey. Taylor Heisey schießt das erste Tor nach über 180 Minuten ohne Treffer ist es wieder mal Taylor Heisey, die diese Flaute beendet. Oh, es sind fast 190 Minuten, habt ihr das gerade gesehen? Es sind 189, 28. Ne, warte mal, zwei Spiele waren es. 160, 169, 28. Ohne Treffer. Boah. Eigentlich ein bisschen mehr, weil das vom ersten Spiel noch dazu kam. Also über 170 Minuten ohne Tor. Und Heisey so. Halt, stopp. Lass uns mal den Timer kurz auf 0 setzen, bitte. Keine Strafe an Konjuc. Taylor Heisey. Taylor Heisey. Führt die Scheibe. Taylor Heisey spielt sie zu Jones. Jones. Schuss geht rüber auf Konjuc. Taylor Heisey macht sie gut. Ah, verliert die Scheibe dann aber auch wieder. Petrie nimmt sie mit. Tavares. Tavares gut geblockt. Oh, Konterchance. Hughes und Nylander. Hughes. Oh, stark gemacht von Josi, wie er sich da reindreht. In diesen Pass von Hughes. Der war nämlich auf dem Papier gut gemacht. Richtig gut gemacht. Nylander, Tempo, 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 Tempo. Josi kommt dazu, Hughes, oh! Gretzky verliert die Scheibe. Gretzky ist vielleicht nicht jemand für die erste Reihe, Gretzky! Boah! Dobson. Dobson gegen Pastrnak. Dobson. Dobson. Ah, war dann Abseits, schade. Und das ist ein Check, das sind 2 Minuten. Sekunden. Mana. Puller, McKinnon, Mana. Oh, Scheibe kommt durch. Flattert aber dann auch komplett durch. Sakic. Tor. Das kann nicht wahr sein.
Das ist ein heftiger Schlag ins Gesicht. War auf dem Papier, ist eigentlich gut, gut gemacht von uns. Haben Gegner von der Zone weggehalten. Burke hält fest. Schiebt mich in Ruhe raus. Müssen trotzdem durchmischen. Overtime. Ja, nee, du bist kein Spielretter. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht, mein Freund. Wirklich nicht, mein Freund. Wirklich nicht, mein Freund. Wir spielen die Seele aus dem Leib und du da hinten machst alles, dass das komplett für den Arsch ist. Nee, 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 nee. Du bist kein Heiland, mein Freund. Du bist kein Heiland. Schmuckow und Hughes. Mit dem Anfang. Oh, geht mal zum Weg um. Dobson. Verliert die Scheibe. Gegen jetzt schon. Giro. Nylander. Zusammen mit Heißkanen. Er schmeißt die Scheibe wieder raus, wollte gerade sagen. Das ist. Ach ja, Nylander gegen Krejci. Der, der Pokecheck macht, verliert die Scheibe, ist logisch. Heißkanen, gut verteidigt. Alleine wird schwer. Ja, wo ist mein zweiter Verteidiger? Boah! Gar kein Fan von sowas. Heißkanen. Eine Minute noch. Ah, verliert die Scheibe an der Bande. Holt sie sich wieder. Gretzky, Tor! 2-1, wir gewinnen durch Wayne Gretzky! Junge, Junge, Junge. Boah. Junge, 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 Junge. Schluss für heute. Schluss für heute. Aber trotzdem, ich muss wieder sagen, diejenige, die uns den Arsch rettet, Taylor fucking Heisey. Unfassbar. Davor schauen wir uns erstmal das Gegenteil nochmal von Ding an. Super verteidigt, der Check kommt im richtigen Moment. McKinnon kommt zum Schuss und es ist perfekt. Da kann Burke tatsächlich nie mal was machen. Er hätte, glaube ich, hätte er daneben geschossen, McKinnon?
Ja, hätte er. McKinn hätte neben geschossen, aber da, wo Dreisaitl halt steht, ist halt Torraum abseits, aber wurscht. Ja, hat ein Glück, macht die Bude. Das Glück muss man halt haben. Wie gesagt, das ist das, was uns fehlt. Dass hier, weil hier die 16 ist, Mana die Scheibe klärt. Das Glück haben wir nicht. Oh, aber viel wichtiger, diese 175 Minuten oder sowas, das jetzt waren ohne Tor. Klasse Pass, schöner Schuss, fliegt durch und es ist wieder Taylor Heisey, die dieses Ding perfekt abfälscht. Und genau das ist der Grund, warum diese Person so wichtig ist für mich. Warum, wenn die Frage kommt, warum hast du immer noch Heisi drin? Darum. Genau darum. Dieses Mädchen ist absolut Gold. Ah! Abschließen. Jawohl. Ich glaube, höchst verdienter Sieg heute. Höchst verdienter Sieg. Freut mich. Hat uns nur 3 Spiele gekostet. Dass wir ein bisschen jetzt mal einen Lauf kriegen. Ich werde jetzt trotzdem umstellen. Nächste Folge. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen was anschauen. Genau. Bis dahin. Ciao und V. Bleibt gesund. Wir sehen uns.